Ja, hallo. Ja, wie macht man aus sowas, sowas? Ja? Und dann sieht es noch toll aus. Ganz einfach, indem man das Teil entchromt und dann entsprechend vergoldet. Jetzt ist immer so, es gibt ja sehr viele verchromte Teile auf dem Markt, die sind teilweise lackiert, Chromlack, Spray-on, Verspiegelungsverfahren und so weiter, was da alles für Möglichkeiten gibt. Das hat natürlich mit echtem Chrom gar nichts zu tun. Sieht optisch toll aus, ist auch gibt es verschiedene Verfahren, die sind auch sehr korrosionsbeständig. Aber für unseren Verfahren, wo wir Strom brauchen, wo wir eine leitende Fläche brauchen, wäre das natürlich komplett unbrauchbar, untauglich. Meistens sieht man auf der Rückseite, dass der Chrom sich bis hier irgendwo anlegt und hier dann aufhört. Und das ist diese gelbe Nickelschicht, die man sieht. Ich zeige das mal, vielleicht sieht man es ganz gut. Also hier ist noch dieser Chrom, der hier dann zu Ende ist und hier fängt dann der Nickel an. Also die Verchromerei quasi auf der Rückseite klappt nicht ganz, weil der Chrom von der Spannung her, damit der weiter reintreibt, würde dann vorne wieder verbrennen. Von dem her, der Nickel legt sich überall, kann man ja auch stromlos, also galvanisch oder chemisch machen und wie gesagt, ist galvanisch. Und so kann man, wenn man auf der Rückseite schaut und sagt, okay, hier ist der Nickel, dann weiß ich, das Ding ist komplett galvanisch bearbeitet worden. Das heißt, der Kunststoff, meistens ABS, wird in einem Säurebad bekeimt und dann wird Kupfer drauf gemacht und dann wird er vernickelt und dann verchromt. Ich entchrome und arbeite auf der Nickelschicht weiter. Natürlich kann man mit dem sogenannten X-Gold, was ein saures Gold ist, kann man direkt auf der Chromschicht arbeiten. Das ist machbar. Dafür das Chrom sauber entfetten und dann mit dem X-Gold drauf. Es löst die Oxidschichten ab und legt sich dann langsam auf. Und auf diesem Gold würde ich dann empfehlen, noch mit dem 8 Gramm eine Hartvergoldung aufzubringen. Ich mache immer noch die Variante des Entchromens. Hat den Vorteil des Materialverbrauchs. Das heißt, ich habe nur den Chroms drüber, der nicht so teuer ist, und den Aktivator und kann dann vergolden. Und beim Gold, X-Gold, habe ich praktisch zwei Gold. Ja, das X-Gold ist jetzt nicht so teuer, aber trotzdem muss ich ja erst mit dem X-Gold beschichten und dann mit dem Gold. Das heißt, ich habe zwei Goldelektrolyte, also einen etwas höheren Materialeinsatz. Wenn ich natürlich merke, das ist eine Hartverchromung und ich komme da überhaupt nicht weiter, dass beim Entchromen das wirklich ewig geht und das ist also auch schon eine sehr dicke Verchromung. Ich meine, naja, Qualitätsarbeit, ja, das muss man schon sagen. Kommt da hier aus Pfullendorf, ich möchte es nicht bewerben, aber Hut ab, das Ding hat schon eine ordentliche Portion Chrom drauf. Gut, was macht man? Den Handgriff ins Minus stecken. Und das Minus ins Plus, also wir drehen die Pole um. Dann nehmen wir Chromentferner, den sogenannten Chromstripper, und da wie gesagt auch nur den Chrom entfernen. Ich spreche es öfters mal an, dass der eine oder andere versucht, einen Edelstahl zu entchromen, wo gar kein Chrom drauf ist. Ja, und das funktioniert dann halt nicht. Beziehungsweise es hat auch gar nichts zu funktionieren, weil da nichts da ist. Und dann Spannung so um die 6-7 Volt beginnen. Dann hält man das hier drauf, kleine kreisende Bewegung, und dann sieht man, der Stoffpad wird gelb. Gut, er ist jetzt schon ein bisschen gelb, weil ich vorher was entchromt habe, aber der Stoffpad färbt sich dann gelb, so wie hier. Und das ist das Zeichen, es ist Chrom. Und entchromt ist nur, wenn die Fläche komplett entchromt ist. Das heißt, der Chrom geht runter. Man sieht, es löst sich schön gelb ab. Es zischt auch ein bisschen. Ich habe ein bisschen zu viel Power. Wobei, wie gesagt, der Kunststoff, der war schon in Säure und ist schon verkupfert und vernickelt worden. Von dem her kann der auch was aus und ab. Ich sage mal, eher verbrenne ich mir den Finger. Und jetzt sieht man, wie sich langsam die Chromschicht ablöst. Und hier kommt der Nickel raus. Das ist diese gelbe Schicht. Also egal, ob man Fägen entchromt, Kunststoffteile entchromt, Aluminium, Stahl, Edelstahl, alles was verchromt ist, sitzt meistens unter dem Chrom immer dieser Nickel. Und den gilt es freizulegen. Kleine kreisende Bewegungen. Und wenn sich mal eine Insel da aufgetan hat, dann geht es meistens ganz schnell. Deshalb kleine kreisende Bewegungen, langsam vorarbeiten. Und jetzt hat man Zeit, das Teil zu machen. Will es natürlich jetzt nicht überspitzen. Und dann jetzt, man braucht jetzt ungefähr, bis es komplett entchromt ist, Viertelstunde, 20 Minuten. Dann sauber spülen, Handgriff ins Plus. Und dann entsprechend aktivieren, nur bei 2,7 Volt mit dem Aktivator. Wie gesagt, der färbt sich ein bisschen ein, weil der muss ja auch was arbeiten. Das macht nichts, den einfach benutzen, bis er weg ist. Sollte beim Aktivieren Flecken entstehen, meistens die Spannung zu hoch, Spannung reduzieren,
wenn es immer noch Flecken geben würde, was normal auf dem Nickel nicht passiert, könnte man den Aktivator ein bisschen mit destilliertem Wasser verdünnen oder einfach lassen. Das heißt, wenn ich ganz frisch entchrome, den Nickel freiliegen lasse und den innerhalb von einer Viertelstunde, halben Stunde bearbeitet, sind die Oxidschichten jetzt so dick drauf, dass man's, da jetzt Probleme hätte. Und dann vergolden. Am Anfang mit 3 Volt vergolden drüber, damit die Power jetzt vom Vergolden nicht so extrem ist und beim Vergolden vielleicht kleine Flecken entstehen würde. Und dann, wenn eine kurze Schicht drauf ist mit Gold, dann die Voltzahl erhöhen und dann richtig lange und dick vergolden, weil das Teil, das wird regelmäßig benutzt. Ne? So eine Drückplatte von der Toilette, ja. Wenn da mal ein paar Leute jeden Tag mal ordentlich drauf gehen und dann halt immer drücken, dann wird man halt hier in dem Bereich Fingerabdrücke oder vielleicht einen schnellen Abrieb sehen. Deshalb richtig schön dick vergolden und dann funktioniert das. Vorteil wäre, wenn das im verbauten Zustand ist, könnte ich es jederzeit wieder nachvergolden, ohne auszubauen. Das ist natürlich einer der vielen Vorteile, dass man zum Beispiel als Unternehmen dann Nachhaltigkeit, also in Form von Kundenbindung, sowas anbieten kann, dass man sagt, du, einmal im Jahr machen wir Revision, kommen wir mal an die Vergoldung neu. Oder auch im Schiff, ja, eingebaute Teile, wo man nicht mehr ausbauen kann oder grundsätzlich Teile, die man nicht mehr ausbauen kann, kann man natürlich alles vor Ort an Ort und Stelle beschichten. Strom ist fast überall vorhanden oder man nimmt eine Autobatterie mit, einen Spannungsmantler dran und dann, der sollte 60 Watt haben, sowas kostet im Handel 20 Euro oder so, dann kann man das auch machen. Also wer Fragen hat, gerne melden, betzmann-galvanik.de, WhatsApp natürlich auch, und wer sich das gerne anschauen möchte, ist herzlich eingeladen, es geht auch am Wochenende zur kostenlosen Vorführung, und wer sagt, ich entschließe mich zum Kauf, wie gesagt, ich habe immer alles lagernd, und verschickt in der Regel auch am gleichen Tag. In dem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis dann.